Sachen auf YouTube hochladen, auf meinen Kanal hier, auf Prime offiziell. Sehr viel Liebe raus an Laiko, die unterstützt mich da perfekt und ist auch hier die Moderation auf jeden Fall, ne? Als nächstes auf dem Zettel haben wir Ich bin da für dich von Sonic. Haben wir ja zwei Stück. So, wollen wir mal abchecken. Ich bin da für dich, bis zum Ende dieser Welt, das ist klar für mich. Denn ich trag dich auf den Händen bis zum Ende meiner Tage, auch wenn's wahnsinnig ist. Denn du hast mein Herz erobert und es spielt auch keine Rolle, wer was sagt. Denn wir teilen unser Leben schon seit ein paar Jahren. Und ich gebe keinen Fick auf andere Menschen, nein, ich bleib für dich da. Bleib für dich da, bleib für dich da. Denn mit dir an meiner Seite kann ich Berge versetzen. Ich lasse niemals zu, dass sich Menschen verletzen. Und ich zeige dir, wann auch immer du fragst, ganz egal an welchem Tag, ich bin immer für dich da, du bist alles für mich. Denn das alles, was du bist, gibt mir so unendlich viel, ob du's glaubst oder nicht. Ich will alles für dich sein, nicht nur dein Mann, das allerletzte Ass im verbitterten Kampf. Ja, also ich finde, der Beat ist sehr, sehr atmosphärisch, ne? Alter, der macht auf jeden Fall eine sehr, sehr tiefe Stimmung. Ich finde so von der Stimme her, vom Flow her, ne, auf dem Beat hier sehr angenehm, auch von der Reimequalität, ne. Es geht hier halt um die Perle, so, ne, um die Freundin, dass man da für sie ist. Und ist jetzt nicht so mein Thema, sage ich ganz ehrlich raus. So, ich mag solche Herzschmerz-Songs eher weniger. Ne, so wie Sayonara und sowas, weißt du, der auch die ganze Zeit, ne, jedes Jahr oder ich weiß gar nicht, 8-mal im Jahr verlassen worden ist oder 10-mal im Jahr, keine Ahnung, die ganze Zeit immer wieder darüber rappen muss. Es bleibt halt jedem selbst überlassen, so, ne? Ist jetzt nicht so meine Richtung, so, aber ich find's trotzdem gutes Soundbild, ne, gut gerappt, sind, ist auch vom Beat her auch sehr nice und hört sich bis jetzt ganz gut an, ne? Bin gespannt, was jetzt noch kommt, so. Aber ist halt nicht so meine Musik, ne? Ist meine Musik, muss ich leider sagen. Ich bin da für dich, selbst im schwersten Moment. Denn ich reich dir meine Hand, selbst wenn du nicht mehr daran denkst. Du bist alles für mich, auch wenn du es nicht immer siehst. Ich lass nichts mehr auf dich kommen, das hast du nicht verdient. Ich bin da für dich, selbst im schwersten Moment. Denn ich reich dir meine Hand, selbst wenn du nicht mehr daran denkst. Du bist alles für mich, auch wenn du es nicht immer siehst. Ich lass nichts mehr auf dich kommen, das hast du nicht verdient. Das hast du nicht verdient. Das hast du nicht verdient. Du bist da für mich und das weiß ich ganz genau. Denn du gibst mir den Halt, den ich Tag für Tag brauch. Ich setz. Aber ich finde es halt irgendwie trotzdem monoton, ne? Weil irgendwie ist der Flow die ganze Zeit gleich, im Part und auch in der Hook. Da wurde halt nochmal kurz mit dem Ton wurde ein bisschen hochgegangen, so. Aber an sich finde ich es wirklich, ist so identisch gleich, ne? Also es ist schon ein bisschen monoton. Weil es halt auch die ganze Zeit immer gleich gerappt ist und die Hook sich jetzt auch nicht so sehr hervorhebt, ne? Von dem Gerappten. Weil die Hook ja auch gerappt ist. Ja, das ist so mein Eindruck auf jeden Fall bis jetzt. Alles auf dich, ich setz alles aufs Spiel. Solange du nur gewinnst, ist es okay zu verlieren. Du hast mir beigebracht zu lieben. Jeden Tag, jede Nacht, du und ich einfach 24-7. Und das seit Tag 1, das seit Tag 1 mit dem Glauben, dass du das einfach nicht weißt. Dabei wusstest du genau, ich tu mich schwer mit Gefühlen. Doch das war für dich kein Grund, es einfach nicht zu probieren. Denn du wolltest mich kennen, ich wollte dich kennen. Und seitdem bin ich ein anderer Mensch. Ich werd alles dafür tun, dass du nur glücklich bist. Scheiß auf mich, es geht um dich. Komm und reich mir deine Hand, ich will dir zeigen, wie ich bin. S zu dem C, Prinz Eisenherz, in deinen Namen wie ein Kind. Ich bin da für dich, selbst im schwersten Moment, denn ich reich dir meine Hand, selbst wenn du nicht mehr daran denkst, du bist alles. Ja, es ist halt cool gemacht, ne, muss ich schon sagen, es ist halt cool gemacht, so an sich, aber es ist halt überhaupt nicht meine Musikrichtung, ne? Ich kann damit halt wirklich nichts anfangen, so, ne? Weil das halt überhaupt nicht so privat auch sowas höre. Vielleicht Schissmann fand ich immer ganz geil hier. Wo willst du hin? Das fand ich auch ziemlich nice so. Aber das war auch nicht so übelst krass auf Herzschmerz getrimmt so. Ich weiß nicht. Also kommt doch mal drauf an, wie es gemacht ist so. Das ist halt diese Richtung. Ja,
Da schmelzen bestimmt so ein paar 15-jährige Mädchen dahin, weißt du, und denken sich so an ihren ersten Freund oder irgendwas, ne? Aber ansonsten ist es halt wirklich so, für mich leider nicht, ne? Für mich leider nicht so, ich bin aus diesem Alter raus, so, Herzschmerz, bla bla, so kann ich nicht so viel mit anfangen. Also hier sehr souveräner Flow, auch wirklich die Stimme, ne, super eingesetzt. Ich finde auch vom Textischen her ist auch gut so, aber das Thema, ne, das catcht mich nicht, das Thema catcht mich einfach nicht. So, und das ist, glaube ich, bei jedem anders, ne? Und da sind die Geschmäcker halt verschieden. Aber ich mag generell halt solche Herzschmerzsachen halt nicht, ne? Für mich, auch wenn du es nicht immer siehst, ich lass nichts mehr an dich kommen, das hast du nicht verdient. Ich bin da für dich, selbst im schwersten Moment, denn ich reich dir meine Hand, selbst wenn du nicht mehr daran denkst. Du bist alles für mich, auch wenn du es nicht immer siehst, ich lass nichts mehr auf dich kommen, das hast du nicht verdient. Der Beat ist auch sehr, sehr schön, ne? Sehr emotional. Finde ich schön, dass er auch so ausklingt. So. Ja, klassischer Klavier-Mellow-Type-Beat. Ja, da. Hier ist natürlich auch wieder so ein bisschen klaviermäßig, ne? Wir können uns ja gerne nochmal einen Song von ihm anhören. Wir zwei ist aber, glaube ich, auch wieder in diese Thematik. Aber es ist diesmal mit einem Video, ne? Diesmal mit einem Video. Vielleicht überträgt das Video vielleicht nochmal ein bisschen mehr etwas und vielleicht ist auch die Thematik ein bisschen anders. Bin mir nicht ganz sicher, weil steht halt trotzdem hier zwei. Ich denke mal, die Thematik müsste gleich sein. Bisschen kitschig. Ja, Leiko, das ist ja das Ding, ne? Wenn es ein bisschen zu kitschig ist, so dann ja, schalte ich halt immer ab, so, ne? Mein Kopf, weil das ist halt so eine Sache. Bin ich jetzt nicht so der Fan von. Hier von Sonic nochmal, wir zwei. Dann drippen wir mal rüber. Ich komm nach Hause, du sitzt da weinend am Tisch. Die Streitereien letzte Zeit, denn sie bleiben wohl nicht unbemerkt. Doch ich schwöre, ich kann anders sein. Ich wollte dich nicht leiden sehen, ich wusste nicht, was standhaft heißt. Anscheinend war ich wohl sehr taub, denn du hast so viel geredet. Doch ich hab dir nicht geglaubt und nun sitzen wir da. Voller Frust anstatt mit Liebe im Arm. Dass ich dich endlos vermisse, hab ich dir kaum noch gesagt. Und nun streiten wir schon wieder, denn du redest von Vertrauen, doch ich kann das jetzt nicht erwidern und du findest das nicht lustig. Ganz im Gegenteil, und dass ich grad nichts sage, lässt dich lautstark durch die Gegend schreien. Dabei fällt mir auf, was für einen Fehler ich mach, denn ich hatte großes Glück in meinem Leben gehabt, außer mit dir. Also werde ich um dich kämpfen, einfach um dir zu beweisen, du bist die Frau meines Herzens. Ja, hat man schon tausendmal gehört. Das stimmt auf jeden Fall. Ne? Ist jetzt auch, wie gesagt, nicht so komplett meine Richtung. Ne? Diese Herzschmerzsachen und sowas. Und aber es ist trotzdem gut gemacht. Ne? Gutes Video. Vom Soundbild ist es sehr schön. Ne? Er rappt auf jeden Fall sehr gut drauf. Ich finde von der Reimequalität, ne? Vom Flow her, gefällt mir das auf jeden Fall so. Das kann man sich auf jeden Fall gut geben so. Aber es ist halt nicht mein Geschmack. Aber das ist ja spielt ja keine Rolle so gesehen. Weil jeder hat einen eigenen Geschmack, ne? Das ist individuell. Captain Hook, ne, ist da, denke ich mal, der gleichen Meinung. Das ist halt ein bisschen heftiger als ich natürlich, ne, von der Meinung her. Aber ja, schon tausendmal gehört sowas, natürlich, klar, ey, Herzschmerz-Tracks gibt es tausende, ne? Aber tausende. Genauso wie dieser Sayonara, weißt du, ich meine, der schon heulend ins Kissen sich begibt, weißt du, dieser. Dude, Alter, der auch auf TikTok gelandet ist und sowas, ne, auf TikTok auch noch weiter heult und so. Kann ich mir überhaupt gar nicht geben. Sowas wie Sayonara finde ich mega Schnulze, weißt du? Das ist wirklich auf die Zielgruppe Teenie abgerichtet. Oh ja, ich habe sonst nichts im Leben erreicht, weißt du, ich meine, deswegen muss ich jetzt auf die Tränendrüse machen, die ganze Zeit erzählen, wie sehr ich ja von den Frauen ja kaputt gemacht worden bin und so, weißt du, ich meine, solche Sachen, so Sayonara, ganz schlimmes Beispiel.
Weißt, da finde ich das aber schon gar nicht so. Da muss ich schon sagen, das ist wirklich halt nicht so meine Richtung, überhaupt nicht. Aber das ist jetzt nicht so wie bei so einer Sayonara oder so, der wirklich alles darauf trimmt, dass es halt wirklich bei diesen Teenager, Kleinkindern da halt Anklang findet und er damit seinen Para seine Klicks macht. Weißt du, ich meine, er meint es ernst. So, weißt du, und wenn er gerade das schreiben will und das gerade raushauen will, so, warum nicht? Ne? Finde ich jetzt nicht so schlimm, wenn das jetzt auf Albumlänge ist, ne? Wenn er jetzt wirklich komplettes Album macht, wo nur solche Tracks drauf sind, ne? Dann ist er wirklich Sayonara-mäßig, weißt, ich meine, so, ich könnte mir das auf jeden Fall dann nicht auf Albumtracklänge geben, so. Aber wenn er so ab und zu mal, ich habe ja auch mal kein Liebessong so in der Hinsicht gemacht, aber denk mal, jeder Rapper hat irgendwie in seiner Karriere, in seiner Laufbahn auch schon mal irgendwie einen Liebestrack gemacht oder wurde mal verarscht und hat sich abgefuckt gefühlt und jeder hat sich auch mal solche Songs gegeben oder so, weißt? Kann man sich nicht von freisprechen. Aber es ist halt nicht mein Ding. Es ist halt nicht mein Ding, es ist nicht mein Sound so. Aber man sollte nicht alles immer schlecht reden. So, Sayonara ist auf jeden Fall eine Heulsuse, wie am Buche steht. Aber hier Sonic finde ich auf jeden Fall sehr nice. Kann man sich schon gut geben. Hand und wir laufen hier weg, denn das ist unser Kampf auf dem Haufen von Dreck. Wir zwei gegen den Rest. Wir zwei gegen den Rest. Gib mir deine Hand und wir laufen hier weg, denn das ist unser Kampf auf dem Haufen von Dreck. Wir zwei gegen den Rest. Wir zwei gegen den Rest. Ja, das war auch schon echt krass, ne? Da gehören zu richtig dicke Eier für, ne? Dass man da wirklich, ja, dass man da seine Freundin auch da präsentiert und dass sie dann auch noch ein bisschen mit in der Hook was macht. Krass, ich würde sowas zum Beispiel selber nicht machen, weil ich finde, ich würde meine Freundin, so also würde ich auf jeden Fall nicht in einem Video drin reintun und so. Da wäre ich auf jeden Fall gegen. Habe ich mich auch immer vehement gegen gewehrt, weil meine Ex wollte auch immer in so ein Video rein und sowas und ich habe gesagt so, nein, 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 gibt's nicht, habe ich keinen Bock drauf. Deswegen auf jeden Fall, da braucht man dicke Eier für und ja, ist natürlich klar, das ist jetzt keine Sängerin oder so, ne? Der Gesang war jetzt wirklich furchtbar so. Da fand ich das eigentlich von ihm in der Hook viel angenehmer von der Stimme her. Ihre Stimme war da so ein bisschen krächzend. Aber es ist so, aber es ist trotzdem schön, ne? Wenn man was zusammen teilt, was man zusammen hat. Die Freundin unterstützt ihn dabei. Mega nice. Meine Ex-Freundinnen haben meine Musik nie unterstützt. So, ne? Deswegen, das ist schon krass. Ich habe sowas nie gehabt. Bei mir hieß es immer was ganz anderes so. Nee, hör auf zu rappen, wird du eh nix will. Solche Sachen halt, ne? Aber hey, wir wollen ja immer das Positive mal aus dieser ganzen Sache ziehen. Solche Themen catchen mich halt nicht, ne? Aber wir hören es auf jeden Fall auf Respektbasis zu Ende. Ich habe Fehler gemacht und das lag wirklich nur an mir. Dabei wusste ich genau, ich will dich niemals mehr verlieren. Ich mach mich auf die Socken von der Wohnung nach draußen, weil ich nicht kapier, warum wir beide gerade so drauf sind. Zieh den Kragen hoch, denn ich möchte nicht frieren. Und mit Kopfhörern im Ohr will ich meine Laune retuschieren. Hast du das Gefühl, ich kenn mich nicht mehr? Denn normalerweise bin ich doch ein Kämpfer mit Herz. Doch ich habe nicht gekämpft in der Zeit, als es so wichtig war. Renn wieder zurück, denn ich will wieder in deinen Namen. Gib dir das Gefühl, etwas sehr Besseres zu sein. Sag, dass ich dich lieb und für immer bei dir bleib. Bitte gib mir die Hand, ich will dir zeigen, es ist ganz sicher, denn ich liebe dich und das immer. Wir sind so anders als die anderen da draußen, denn wir streben nach dem Glück, weil wir uns beide doch brauchen. Im Endeffekt weißt du genau, dass es doch wirklich niemals anders war. Du hältst mich glücklich, so wie Peter Pan. Gib mir deine Hand und wir laufen hier weg, denn das ist unser Kampf auf dem Haufen von Dreck. Wir zwei gegen den Rest. Wir zwei gegen den Rest. Gib mir deine Hand und wir laufen hier weg, denn das ist unser Kampf auf dem Haufen von Dreck. Wir zwei gegen den Rest. Wir zwei gegen den Rest. Und dann kommt mir nicht mit, ich habe kein Twitter. Ich habe hier kein Twitch, ne?
Dann mach dir einen Twitch-Account, so kostenlos, Mensch.